Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch direkt einfach mal an. Erstmal herzlich willkommen hier zur FrostCon, zu unserem OSM Foskis Track. Wir hatten hier auf der FrostCon auch die letzten Jahre schon Geotracks gehabt. Dieses Jahr zum ersten Mal zusammen mit dem Foskis. Der Foskis-Verein engagiert sich ja in Deutschland für das OS-Geo-Chapter quasi oder stellt das deutsche Local OS-Geo-Chapter, aber auch das Local OSM-Chapter dar. Und dieses Jahr haben wir uns dann dazu entschlossen, gemeinsam mit der FrostCon hier das Event aufzuziehen, was mich persönlich vor allen Dingen sehr gefreut hatte, weil ich schon seit Jahren hier auf die FrostCon komme und diese begleite. Und fand es dann auch sehr gut, dass die Geowelt hier mit dem Foskis-Verein recht gut, denke ich mal, vertreten ist. So viel aber erstmal nur vorweg. Ansonsten zu unserem nächsten oder ersten Vortragenden, Wolfgang Schoch. Ich hatte ihn, also vom Programm her erstmal, das Programmkomitee hatte sich extra dazu entschlossen, heute einen möglichst OSM-lastigen, dafür morgen einen möglichst App-Entwicklung oder allgemein entwicklungslastigeren Tag zu machen. Und ich fand schon allein den Titel so schön, das X markiert die Stelle. Deswegen war es für mich auch klar, das wird hier der erste Vortrag werden, als guter Einstieg in die weiteren Themen, die jetzt vor allen Dingen am OSM-Samstag, wenn man so will, quasi noch kommen werden. Im Endeffekt, denke ich mal, wird uns der Vortrag hier vorzeigen, dass wir als Menschen uns von vielem erstmal ein Bild machen müssen, Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ich heute alles lernen werde auf dem Vortrag von Wolfgang Schoch. Also ein Applaus, viel Spaß. Dankeschön. Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass sich viele Leute interessiert haben für Geodaten. Ich konnte in den letzten 3 Jahren mich beruflich mit dem Thema Geodaten, OpenStreetMap und so weiter und dem ganzen Kosmos beschäftigen. Hatte vorher relativ wenig Berührungspunkte und habe dann ein ganz spannendes Projekt begleitet in der Zeit und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe mal Informatik studiert vor ein paar Jahren. Ich habe ganz normal angefangen als Java-Entwickler damals, beschäftige mich so ungefähr seit 2011 mit Elasticsearch, habe vorher schon ein bisschen was mit Lucene gemacht, mit so anderen Suchtechnologien, habe in meiner Diplomarbeit auch mal so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema gehabt und kümmere mich heute hauptsächlich um so ein bisschen Beratung, ein bisschen Entwicklung in diesem Bereich Suche. Und wie gesagt, vor 3 Jahren gab es bei uns ein spannendes Projekt, wo zu diesem Suchbereich eben noch der Bereich Geodaten dazu kam. Und das hat so angefangen, dass ein Kunde bei uns war und der hat sich für Trends interessiert. Und die Frage, die sich damals gestellt hat, ist, was ist denn eigentlich ein Trend? Wie kann man irgendwie draufkommen? Was momentan irgendwie trendy ist und zwar nicht erst, wenn irgendwelche Nachrichten irgendwie eine dicke Headline haben, hey, der neue Trend ist XY, sondern wie kann man sowas zielgerichtet irgendwie finden. Unser Kunde hat sich mit sowas beschäftigt und zwar so ganz zielgerichtet in irgendwelchen Bereichen. Also es gab letztendlich Redakteure, die haben den ganzen Tag relativ viel im Internet gelesen, die hatten so ganz große Bookmark-Listen, wo sie immer geschaut haben, was ist in meinem Bereich, jetzt gibt es da irgendwie was Neues und das ist halt eine super, super aufwendige Arbeit gewesen, die dazu geführt hat, dass man natürlich viel gar nicht mitbekommen hat, weil ein Mensch kann natürlich auch nicht so super viel leisten. Du kannst nicht jeden Tag irgendwie 10.000 Nachrichten, Artikel irgendwie lesen auf der ganzen Welt, um jetzt zu sehen, oh, hier gibt es vielleicht eine spannende Entwicklung, um sowas einfach schon irgendwie herauszufinden, bevor man es halt woanders liest, weil was so mega populär schon ist. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und haben uns halt überlegt, wie kann man denn da irgendwie rangehen, um vielleicht automatisierte irgendwie eine Lösung zu entwickeln, mit der man einfach sowas schneller herausfinden kann, mit der man eben hier irgendwie ein Werkzeug bereitstellen kann, mit dem man da einfach vorankommt. Als wir uns ein bisschen stärker mit Trends beschäftigt haben, sind uns so 2 Dinge aufgefallen. Wenn man sich Trends anschaut, was immer so eine spannende
spannendes Ding ist, ist, wie sieht denn so eine zeitliche Entwicklung aus? Also keine Ahnung, vor einiger Zeit waren diese Fidget-Spinner mega populär. Momentan glaube ich nicht mehr so. Also die gibt es bei uns jetzt in der Bäckerei schon als Geschenk, wenn man sich 3 Brezeln kauft. oh. Und was auch spannend ist, wenn es um irgendwelche Trends geht, ist, wie sieht denn so ein regionaler Bezug aus? Ist irgendwas ist gerade hier in Deutschland populär, irgendwie jetzt in einem Bundesland, ist sowas weltweit populär? Und wenn man diese ganzen Dinge irgendwie verbindet, dann ist das auch super spannend, wie sieht denn so eine zeitliche und globale oder geografische Entwicklung aus von irgendwelchen Themen? Und da wollten wir hin, und da wollten wir hin, ohne dass man jetzt wirklich mit 20, 30 Leuten ganz viel manuell arbeiten muss und sich halt so, wie man es halt leider auch kennt vielleicht, in so größeren Unternehmen sich dann irgendwie über eine Excel-Tabelle synchronisiert, die nie richtig stimmt. Und da haben wir uns so Fragen gestellt, die wir halt gern beantworten würden, und zwar mit möglichst wenig Aufwand, also manuellem, menschlichen Aufwand. Zum Beispiel so Fragen, die hier auch spannend waren, was passiert denn gerade so im Bereich Korruption auf der Welt? Man könnte sich vorstellen, ja, vielleicht viel, aber gibt es gerade vielleicht irgendwo eine Entwicklung? Gibt es gerade zum Beispiel, weiß nicht, wenn es jetzt um Fußball geht oder so, gibt es da vielleicht gerade eine Entwicklung irgendwo in der Schweiz? Gibt es da gerade viel darüber berichtet? Oder so eine andere beispielhafte Frage, wie entwickelt sich momentan irgendwie die Wahrnehmung oder die Diskussion so zum Thema Kernenergie? Weil vielleicht passiert da gerade was, gibt es da irgendwo gerade irgendwelche Diskussionen, wird irgendwo gerade sehr viel berichtet, weil was passiert ist oder weil irgendwo die Stimmung kippt in irgendeinem Land oder in irgendeiner Region. Ja, wie findet man die Antworten darauf? Ein bisschen was habe ich schon erzählt. In Wirklichkeit hat man das halt eben manuell gemacht. Da gab es eben einen Experten beispielsweise für so ein Thema wie Kernenergie oder einen Experten für so ein Thema wie Korruption. Der hat sich eben, oder das Team von diesen Experten, die haben sich dann eben einfach manuell drangesetzt und haben einfach Nachrichten gelesen, weil die Hypothese, die die hatten, war, wenn viel berichtet wird, also in ganz normalen Tageszeitungen und in welchen Newsblogs und so weiter, wenn irgendwo gerade viel über ein Thema berichtet wird, dann war so der Indikator, das könnte jetzt wichtig sein, da könnte man mal ein bisschen tiefer reingehen, da kann man sich mal jetzt mal anschauen, die Details, und eventuell dann einfach entscheiden, okay, jetzt wird gerade in Zürich viel über Korruption berichtet, dann schauen wir uns das mal an, das ist gerade ein spannendes Thema. Wenn nur von einer Regionalzeitung über ein Thema irgendwo berichtet wird, ist es vielleicht noch nicht so super wichtig. Also das war so die Arbeitshypothese, die die Leute hatten, das hat auch funktioniert, aber das Problem war halt einfach, die ganze Menge, das ist so viel, das kannst du halt nie lesen, weil jeden Tag halt einfach so viel publiziert wird, dass es ein Mensch nicht mehr irgendwie schafft. Und da sind wir dann ins Spiel gekommen. Und so der einfache Ansatz, den vielleicht der ein oder andere auch verwendet, ja, es gibt irgendwie so Google Alert, kannst du dir einrichten für irgendein Thema, für dich oder für deine Firma oder für irgendein Thema, oder du kannst irgendwelche News-Aggregatoren nehmen, das ist schon mal eine schöne Hilfe, da bekommst du schon mal zielgerichtet natürlich deine Informationen irgendwie so zusammenkomprimiert, aber letztendlich ist es halt nur eine kleine Hilfe, also gerade bei großen Themenkomplexen, weil überleg mal, wenn du dir jetzt irgendwie so einen Aggregator einrichtest und hast da jetzt irgendwelche Fachpublikationen, vielleicht drin online Fachpublikationen zu so einem großen Themengebiet wie Korruption, dann bekommt man jeden Tag trotzdem extrem viele Artikel, und du bekommst natürlich nur vielleicht diese Fachpublikationen und kriegst es nicht irgendwie mit, wenn es noch irgendwie eine Tageszeitung online über so ein Thema berichtet. Und was halt spannend ist, ist natürlich so möglichst viele Quellen irgendwie zu bekommen und aus möglichst vielen Quellen eben solche Informationen zu bekommen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns dran gesetzt und haben uns überlegt, wie man hier einfach eine flexible Alternative zu sowas Existentem wie so ein News-Aggregator oder sowas wie Google Alert konstruieren könnte, mit dem man ständigen Überblick behalten kann über die Entwicklung von Themen, basierend auf der Berichterstattung in verschiedensten Medien, die man eben online erreichen kann, also online Zeitung, Blogs, sonstige Online-Fachpublikationen, die wollten wir in irgendeiner Art und Weise für den Menschen so zugänglich machen, dass man eben einfach und schnell entscheiden kann, ho, zu meinem Themengebiet, das ich irgendwie definiere,
da passiert gerade irgendwas. Das möchte ich mir jetzt als Mensch nochmal ganz genau anschauen, weil letztendlich ist natürlich der Mensch sowieso am Ende die Instanz, die entscheidet, ob was wirklich jetzt ja oder nein, ob es wichtig ist. Und wir haben uns Standardlösungen angeschaut, die wir so hatten. Mit dem haben wir keine Lösung gefunden. Und darum haben wir uns dann eben was Eigenes gebaut. Wie eben gerade schon gesagt, wir haben uns eben auf online verfügbare Nachrichtenquellen konzentriert, haben uns da weltweit verschiedenste Sachen angeschaut, haben uns auf englischsprachige Publikationen angeschaut, hatten ein sehr großes Datenset von Online-Publikationen, englischsprachigen, aber von der ganzen Welt. Also wir haben versucht, also ziemlich jedem Land irgendwelche Newsseiten oder Fachblogs etc. zu finden, damit wir eben auch einen weltweiten Input einfach haben. Weil es ist natürlich klar, dass vielleicht jetzt irgendwelche Publikationen aus Deutschland vielleicht eher, sage ich mal, so eine deutsche Sicht vielleicht auf die Welt haben und irgendwelche Publikationen jetzt vielleicht aus Südafrika da vielleicht einen ganz anderen Fokus haben und vielleicht auch ganz anders berichten. Und man kann sich vorstellen, dass vielleicht jetzt eine südkoreanische Zeitung jetzt vielleicht anders berichtet als eine, na, ich weiß nicht, ob es so viele nordkoreanische Zeitungen online gibt, aber man kann sich vorstellen, es gibt einfach unterschiedliche Blickwinkel und wir wollten einfach möglichst große Menge an unterschiedlichen Nachrichtenquellen letztendlich haben. Dann haben wir uns die Frage gestellt, nochmal im Detail, wie man dann eben solche Trends auch erkennen könnte, haben uns nochmal ganz genau angeschaut, wie diese Redakteure vorher manuell vorgegangen sind, haben uns das nochmal genau erklären lassen, um einfach zu verstehen, was die tagtäglich machen, weil das natürlich so die Grundlage von dem war, was wir getan haben. Und die haben, wie gesagt, ganz viele Nachrichten gelesen, die hatten auch ja solche Tools wie Google Alert etc., irgendwelche RSS-Reader, um da schon mal ein bisschen was zu bekommen, aber es war sehr viel Handarbeit, wenn die irgendwelche Artikel gefunden haben, in denen jetzt über ein Thema berichtet wurde, dann haben sie sich das gemerkt, haben sich auf eine Merkliste geschrieben, haben geschaut, ob noch mehr Publikationen zum bestimmten Thema irgendwie erschienen sind, haben es dann irgendwie konsolidiert, haben es zusammengefasst und haben daraus am Ende entschieden, ob das ein spannendes Thema ist für ihre Kunden, weil das Ganze auch eine Dienstleistung war, und haben dann am Ende des Tages einfach gesagt, okay, heute wurde in verschiedenen Zeitungen ganz viel berichtet über beispielsweise jetzt Korruption bei der FIFA, da machen wir jetzt eine Meldung draus für unsere Kunden, um die zu informieren. Und da haben sie halt immer gesagt, naja, das Problem ist halt, du synchronisierst dich irgendwie und du vergisst viel und du kriegst einfach nicht alles mit. Und was sie gesagt haben, toll wäre, wenn wir eine Karte hätten, auf der wir erkennen könnten, wo es momentan irgendwie eine Aktivität zu einem Thema gäbe. Also die große Wunschvision war, hey, wir hätten gerne eine Weltkarte, wo wir einstellen können. Wir interessieren uns jetzt für Cybercrime, für Korruption, für Kernkraft. Und wir sehen auf dieser Karte, gefärbt, wie auf so einer Heatmap, wo passiert denn da gerade was? Um da quasi visuell so einen Zugang zu bekommen, zu sagen, okay, da passiert gerade irgendwie was in Österreich, da möchten wir irgendwie so versuchen, so visuell, sag ich mal, so rein zu zoomen irgendwie und so quasi einzuschränken, was für Nachrichtenquellen uns interessieren, um die dann wirklich auch zu lesen. Weil wenn wir jetzt irgendwie heute 10.000 Nachrichtenquellen haben und das ist einfach viel zu viel, wir möchten es gern irgendwie so visuell gerne haben. Weil die menschliche Arbeit, die kostet halt vor allem super viel Zeit. Und die würden sie halt einfach sehr gerne effektiv halt einfach nutzen und sich einfach nur mit den Informationen halt oder mit den Nachrichten beschäftigen, die halt auch relevant für sie sind. Und sie wollten sich halt nicht so viel mit dem ganzen Filtering von irgendwelchen Daten beschäftigen. Und was sie halt auch spannend fänden wäre, was ich am Anfang gesagt habe, so eine zeitliche Entwicklung. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man Berichterstattung über ein bestimmtes Thema auf einer Karte darstellt und sich beispielsweise da einen zeitlichen Verlauf visuell anzeigen lassen kann, ist es auch spannend, weil wenn ich jetzt der Zuständige bin für Thema X und ich kann mir anzeigen lassen, okay, zeig mal, was passiert in den letzten 3 Tagen und ich sehe, oh, hier ist ganz viel gerade, da passiert irgendwas, ist für mich natürlich auch ein super Indikator, um zu sagen, zeig mal bitte alle Daten, die jetzt gerade hier, wo es gerade um dieses Gebiet geht, wo es gerade irgendwie um Russland geht, um Österreich oder um irgendwas anderes zu einem bestimmten Themengebiet. Ist halt noch ein bisschen besser wie eine Excel-Tabelle. Und was wir dann gemacht haben, das ist ein
Screenshot aus so einem ersten Prototypen, den haben wir mit Kibana gemacht, das ist ein Visualisierungstool für Elasticsearch. Das war, sowas wollten sie im Prinzip, war im Prinzip das Ziel von dem Projekt, das wir gemacht haben. Wir wollten visuell darstellen, was für Nachrichten zu einem bestimmten Thema gibt, zu einem bestimmten Zeitraum. Und das Ganze wollten wir eben auf einer Karte darstellen, sodass man zum Beispiel sieht, es gibt hier verschiedene Hotspots, mit denen wir jetzt einfach visuell identifizieren können, in welchen Regionen der Welt passiert gerade irgendwas. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Experte sieht, oh, jetzt ist hier in Nordamerika gerade irgendwas los zum Thema, naja, da ist halt leider momentan sehr viel los, aber wenn man jetzt eben, wenn man beispielsweise jetzt sieht, ich bin jetzt der Experte hier für Südamerika beispielsweise und da ist für mein Thema ist es immer grün, da ist nie viel los mit, na, Korruption ist ja glaube ich auch viel los, da ist nie viel los mit irgendeinem bestimmten Thema und ich sehe jetzt aber morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, oh, da ist gerade irgendwie sind drei rote Punkte, dann ist es für mich natürlich als Experte super hilfreich, mit Hilfe von so einem visuellen Tool quasi dahin zu navigieren und mir ganz gezielt anzuschauen, was ist denn gerade jetzt hier beispielsweise in Bolivien los, wann wird denn da gerade über irgendeinen Ort berichtet. Ich schaue mir das einfach mal nochmal genauer an. Das ist natürlich ein viel besserer und einfacherer Zugang, als wenn ich jetzt eine große Liste habe von Texten, die ich mir irgendwie durchlesen muss, wo ich irgendwie drin suchen muss nach Orten, weil es ist ein großes Problem. Wenn ich jetzt Orte visualisiere auf einer Karte, dann muss ich auch gar nicht wissen, wie die Orte heißen. Also wenn ich jetzt 12 Städte habe in Bolivien und die sind auf der Karte drauf, ist das okay. Wenn ich ein Experte bin, so, Südamerika, cool, gucke ich mal an. Aber wenn ich jetzt halt nur Texte habe und kann da vielleicht natürlich drin suchen, ist natürlich schwierig. Ich müsste letztendlich nach jedem Ort suchen, um die entsprechenden Sachen zu finden. Das ist so ein visueller Ansatz natürlich ganz spannend. Ja, genau, das hatte ich gerade schon. Was wir dann gemacht haben, war, oder unsere Hypothese, die wir hatten, war, dass eben eine Häufung von Orten und von Themen in einer großen Anzahl von publizierten News-Artikeln ein Hinweis hin, dass da gerade ein Trend ist oder dass da gerade was passiert. Und das ist natürlich jetzt nicht schwierig, da drauf zu kommen, aber das Schwierige am Anfang war halt, es ist einfach in Texten nach Artikeln zu finden, die zu einem bestimmten Thema gehören. Da kann ich eine Volltextsuche durchführen, da kann ich einfach sagen, okay, ich interessiere mich jetzt für, keine Ahnung, Online-Kriminalität und ich überlege mir, mit was für einem Set an Suchbegriffen finde ich jetzt Artikel. Da kann ich so Cybercrime und Online-Glücksspiel und Spam und so weiter, kann ich ganz einfach die Artikel finden. Aber eben die andere Dimension, die ich eben habe, das sind Orte, da komme ich einfach mit einer normalen Suche komme ich da nicht einfach weiter, weil es gibt so viele Orte auf der Welt und die kann ich ja niemals irgendwie mit einer Suchanfrage irgendwie eingrenzen oder so. Und drum haben wir dann ein System entwickelt, wo in verschiedenen Schritten mit Hilfe von ein paar ganz tollen Geo-Sachen uns aus Rohdaten aus dem Internet so eine Karte bauen. Und da würde ich jetzt gerne mal kurz drauf eingehen. Falls übrigens jemand eine Frage hat, darf er, weiß nicht, wie es geregelt ist hier, ob man die am Ende stellt oder. Also, wenn jemand Lust hat auf eine Frage, gerne. Was wir gemacht haben, um dieses Trendbarometer, wie wir es genannt haben, zu entwickeln, ist ein System, wo aus 5 Verarbeitungsschritten besteht. Es ging darum, eben Texte mit einem Crawler zu crawlen. Das ist soweit noch nicht so schwierig. Was wir gemacht haben, ist dann eben eine automatische Verortung von Texten auf einer Karte. Und das war so der Knackpunkt. Wir haben mit Hilfe von Open Source Software ein System entwickelt, das eben automatisch Orte erkennt in Texten, die dann mit Hilfe von einer Geodatenbank lokalisiert, auf eine Karte packt. Wir haben da, wie ich es gerade schon gesagt habe, Elasticsearch genommen dann als Storage, weil da eine sehr, sehr gute Geo-Unterstützung eingebaut ist und haben das dann auf Basis von diesen gefundenen auf Basis von den gefundenen Geodaten haben wir es dann verortet. Wir haben am Anfang gesagt, oder ich habe am Anfang gesagt, dass wir sagen, die Hypothese ist, wenn viel über ein Thema berichtet wird,
und oft der gleiche Ort erwähnt wird, dann ist es relevant. Jetzt gibt es natürlich auch eine gewisse Unschärfe, aber wir haben eine sehr, sehr große Menge von Daten verwendet. Wir haben am Tag circa, so, ja, am Wochenende wird weniger publiziert, so 5.000 bis 8.000 Artikel am Tag gehabt. Das war eine sehr große Datenmenge. Und wir haben am Anfang gedacht, dass die ausreichend groß ist, diese Menge, um eine Ungenauigkeit vernachlässigen zu können. Und das hat aber auch am Schluss auch gestimmt. Also die ganzen Tests, die wir gemacht haben, vor allem halt auch die Aussagen von den Leuten, die damit gearbeitet haben, von diesen Redakteuren, die hat es später auch bestätigt, dass es sicherlich mal Ungenauigkeiten gab, weil es gibt halt beispielsweise, was ich sehr spannend fand, es gibt jeden Ort der Welt, zumindest gefühlt, auch einmal in den USA. Also es gibt Moskau, es gibt Moskau in den USA, es gibt einen Kreml, es gibt einen Karlsruhe, St. Augustin weiß ich nicht, aber höchstwahrscheinlich auch. Und das war natürlich am Anfang sehr, sehr spannend, dass es alles in den USA gibt, jeden Ort. Okay, was haben wir gemacht? Als Crawler haben wir uns verschiedene Technologien angeschaut. Letztendlich haben wir uns damals für Apache Nudge entschieden. Das ist eine sehr skalierbare Lösung, ist in Java geschrieben. Gibt es auch schon eine ganze Weile. Ein großes Problem anfangs bei so Crawling-Sachen war, Crawling ist anscheinend nicht so ein super populäres Thema. Also da, wenn man sich mal andere Sachen anschaut, andere Frameworks, andere Lösungen für irgendwelche Dinge, es gibt unzählig viele Datenbanken, alles mögliche. Crawling gibt es wirklich eigentlich fast gar nichts, darum haben wir uns für Apache Nudge entschieden. Super leistungsfähig, sehr skalierbar, läuft auf Hadoop, also extrem erweiterbar, eine tolle Plugin-Architektur. So kleiner Wermutstropfen war, ich habe hier steile Lernkurve, die Dokumentation, die ist es nicht schlecht, die gibt es halt eigentlich gar nicht. Also die Dokumentation ist eigentlich nur der Source Code, der relativ gut ist, also relativ gut dokumentiert ist, aber sonst irgendwie, es gibt ein Wiki mit ein paar Artikeln bei Apache, die sind super alt, es gibt ein Buch, das wollte ich kaufen, das hatte aber ganz, ganz schlechte Bewertung. Da stand drin, das ist so schlecht wie die Doku. Habe ich mir da nicht gekauft. Wenn man es mal verstanden hat, wie alles funktioniert, kann man damit wirklich sehr, sehr viel machen. Aber ich glaube mal, für so ein kleines Wochenendprojekt, da würde ich was anderes empfehlen. Haben wir verwendet und wie gesagt, diese circa 5 bis 8.000 Seiten am Tag zu crawlen. Hat dann auch, wie lange hat das gedauert? Also wir hatten eine Instanz da laufen, die lief immer so knapp eine Stunde 30 vielleicht, je nachdem wie groß das Volumen war. Und wir haben einfach so alle 6 Stunden diesen Crawler einmal laufen lassen, um halt auch neue Artikel, die halt im Laufe des Tages publiziert werden, immer zu bekommen. Weil dadurch, dass wir halt weltweit Nachrichtenquellen hier verwendet haben, wurde letztendlich auch rund um die Uhr was publiziert, weil irgendjemand halt auch immer wach war und gerade gearbeitet hat. Dann sind wir weitergegangen, wir hatten die ganzen Daten, die Nudge gecrawlt hat, die mussten wir erstmal ein bisschen verarbeiten, weil letztendlich purzelt da erstmal nur der ganze HTML-Source-Code raus. Wir haben Apache Tika verwendet, um da eine Extraktion durchzuführen. Tika bringt Unterstützung für 1000 Formate mit. Da sind ganz exotische Sachen dabei, aber das Wichtige, was eben wir verwendet haben, war hauptsächlich die Extraktion von reinem Text aus diesen HTML-Dokumenten. Das war mal die ganzen Tags etc. alles wegstrippt. Ist eine generische Lösung, da ist auch schon eine Unterstützung dabei. Da gibt es schon so ein rudimentäres Plugin für Nudge, um so eine Extraktion durchzuführen. Das haben wir verwendet, haben dann festgestellt, dass eben, das ist so eine Beispielseite von so einem Dokument, wenn man so einen Adblocker hat beispielsweise, dann merkt man gar nicht, wie viel Content auf so einer Seite drauf ist. Was wir halt festgestellt haben, ist, wenn man jetzt so eine Webseite nimmt und wirft da mal alle Tags irgendwie weg, dass man nur noch Text bekommt, dann ist es halt so viel Text, dass man mit dem eigentlich gar nichts wirklich anfangen kann. Also es ist schon als Mensch schwer, dann diesen reinen Text, der da extrahiert wird, zu verstehen. Und es führt halt dazu, dass wir beispielsweise jetzt hier noch irgendwie ganz viel Werbung drauf haben. Dann haben wir an der Seite haben wir noch irgendwelche Teaser drauf für andere Artikel. Und wenn man später auf Basis von so einem Text eine Verortung durchführen möchte,
und jetzt aber auf der Nachrichtenseite in solchen Teasern ganz oft drin steht beispielsweise Berlin, Doppelpunkt, bla bla bla, passiert irgendwas. Oder Sao Paulo, passiert irgendwas. Dann hat man natürlich hier einen kleinen Text, da geht es vielleicht um so ein Fußballspiel hier lokal. Und dann steht aber in der Seitenleiste, stehen noch 40 Orte drauf. Das ist natürlich dann erstmal nicht so super gut. Wir haben uns überlegt, wie wir es machen können, haben da ein bisschen geschaut, wie man so diesen ganzen Boilerplate hier entfernen kann und sich einfach auf den richtigen Text fokussieren kann, weil der interessiert uns eigentlich. Wir möchten, wenn wir solche Texte irgendwie automatisiert verarbeiten und dann später auf eine Karte draufpacken, dann möchten wir nicht irgendwie Werbung und Teaser und Footer und bla 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 haben, sondern eigentlich nur so ein Content, den wir dann weiterverarbeiten können. Was wir genommen haben, ist ein Plugin für Tika, das heißt Boilerplate. Das wird nicht mehr weiterentwickelt momentan, aber die Version, die es gibt, die ist glaube ich 2 oder 3 Jahre alt, die ist sehr gut und damit kann man eben genau sowas machen. Da kann man eben Content extrahieren aus Webseiten, so ähnlich wie man es von so einem Lesemodus beispielsweise aus dem Browser oder vom Handy kennt, wo man einfach einen großen Artikel hat, gibt es einen Lesemodus und dann ist mal dieser ganze Noise, der außenrum ist, irgendwelche Footer, Werbung etc. ausgeblendet, man nur noch einen reinen Text. Und sowas kann man da auch automatisiert machen. Ja, dann haben wir die reinen Texte gehabt und dann ging es mal endlich mal um die Geodaten. Was wir verwendet haben, sind hauptsächlich diese drei Technologien. Unser Ziel war ja, oder unser Problem war ja, wir wollten automatisiert feststellen oder automatisiert Texte lokalisieren. Der naive Ansatz damals war natürlich zu sagen, okay, wir brauchen irgendeine Geodatenbank, dann können wir vielleicht irgendwie Lookup machen auf Basis von irgendwelchen Worten, die in Texten vorkommen, dann treffen wir das schon. Wenn man zweimal drüber nachdenkt und ein bisschen sich damit beschäftigt, kommt man natürlich drauf, der naive Ansatz ist ein bisschen zu naiv, weil das scheitert natürlich schon allein an solchen Orten wie New York, die aus 2 Worten bestehen, oder San Francisco, dann ist es nicht mehr wirklich gut. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns mal angeschaut, was es da für Lösungen auf dem Markt gibt und sind dann bei Clavin geblieben. Das ist ein Open-Source-Tagger, ein Geotagger, den man bei ganz einfach Texte geben kann. Clavin verwendet im Hintergrund eine Geodatenbank von GeoNames. Das ist eine relativ, kennt GeoNames jemand? Ja. Das ist ein 1,2 GB CSV-File, das man sich runterladen kann. Clavin verwendet dieses CSV-File, macht daraus so einen Lucene-Index, in dem er später dann suchen kann und führt dann so ein Lookup durch oder so ein Geotagging durch. Wir haben in unseren Tests dann aber festgestellt, dass dieses System an sich eigentlich ganz gut ist, auch sehr performant, gut funktioniert, aber dass die Verortung teilweise nicht gut ist, dass die Qualität nicht gut ist von der Zuordnung von irgendwelchen Begriffen oder von irgendwelchen Orten, die in den Texten vorkommen. Da habe ich mir mal rangesetzt und habe mir mal auch den Source Code ein bisschen genauer angeschaut und habe mal festgestellt, dass die Verortung eigentlich, oder das Problem eigentlich bei diesem Named Entity Recognition Mechanismus auftritt. Also Named Entity Recognition bedeutet letztendlich, ich möchte nicht nur einfach in einem Text um irgendwelche Kandidaten, die potenziell ein Ort sein können, nicht einfach nur naiv irgendwie Wort für Wort irgendwie untersuchen, sondern mit Hilfe von einem statistischen Modell, das ich erzeugt habe oder was ich auch schon fertig verwenden kann für eine Sprache, herausfinden, was eben auf Basis von so einem Modell ein Ort sein kann. Oder beispielsweise bei Named Entity Recognition geht es nicht nur um Orte, auch Personen oder Zeitangaben. Und standardmäßig wurde dann Clavin von Apache, von OpenNLP, wurde da eine Bibliothek verwendet, die von der Qualität aber nicht so zufriedenstellend war. Da haben wir mal ein bisschen recherchiert. Es gibt noch, vom MIT gibt es noch eine andere Lösung, das ist MITI, das ist der MIT Information Extractor, das ist ein C++ geschrieben, oder nee, C, nicht C++. Das ist eine C geschriebene Bibliothek, die eben auch so Entity Recognition durchführt. Die Qualität fanden wir da viel, viel besser. Es gibt dafür auch so einen Java-Wrapper, den man verwenden kann, um es dann eben auch in so einer Java-Applikation einzusetzen. Das haben wir gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Dann hat man auf einmal native Bibliotheken. Dann hat man einen Mac zum Entwickeln.
einen Linux-Rechner, einen Linux-Server, wo das Ganze drauf läuft. Der Kollege hat einen Windows-Rechner. Also das war dann ganz spaßig. Und jedes Mal, wenn ein neuer Kollege dabei war und das lokal laufen lassen wollte, war es natürlich auch wieder ein bisschen schmerzhaft. Aber letztendlich hat das sehr gut funktioniert. Und was wir am Ende von diesem Prozess bekommen haben, das waren eben Geokoordinaten plus Metadaten in GeoNames, in dieser GeoNames-Datenbank. Da sind neben den reinen Koordinaten halt auch noch viele Metadaten drin. Also was für eine Klasse ist das? Ist es eine Stadt? Ist es irgendwie ein Gelände? Ist es ein Bundesland? Also was für eine Geohierarchie, die ist da abgebildet? Und das war eine ganz große Menge an ganz coolen Geo-Metadaten, die wir dann zusammen mit den Texten und noch ein paar zusätzlichen Sachen, woher ist die Quelle, was ist das für eine URL gewesen, etc., haben wir das dann alles in den Named Entity Recognition, war ein bisschen zu schnell. Genau. Wie gesagt, diese Kandidaten, die werden dann eben danach geschlagen oder wurden danach geschlagen in dieser GeoNames Datenbank. Genau. GeoNames ist ein unabhängiges Projekt, also ist unabhängig von OpenStreetMap. Haben ungefähr 10 Millionen Einträge, gibt es zwei Varianten. Es gibt eine freie Version, die man sich runterladen kann, mit der haben wir auch gearbeitet. Es gibt noch eine kommerzielle Version, die kostet, glaube ich, 700 Euro im Jahr, gibt es eine Subscription, bekommt man einmal im Monat ein Update. Die sagen, dass die Daten da kontrollierter, also dass die ein bisschen gereviewt werden, die Daten, die drin sind, und es gibt ein paar Bonussachen, wie beispielsweise es gibt noch Bounding Boxes für die ganzen Orte, die drin sind in dieser kommerziellen Version, was ganz spannend ist, wenn man beispielsweise irgendwie eine App entwickelt oder eine Applikation, wo man eine Suche durchführen kann und dann vielleicht automatisch auf einer Karte die Größe richtig hinzoomen möchte, dass man es richtig sieht. Dann kann man sich vielleicht überlegen, ob man sowas verwendet. Für uns hat diese freie Version hat für uns ausgereicht. Und was halt spannend war, bei den GeoNames-Datenbanken, ich habe es gerade schon erwähnt, dass da halt auch Hierarchien drin sind. Also ich finde jetzt irgendwie beispielsweise Karlsruhe und kann aber dann habe auch die Informationen, die Metadaten, dass Karlsruhe in Baden-Württemberg ist und Baden-Württemberg ist in Deutschland und so weiter. Und ich habe das halt für alle Länder und alle Städte auf der Welt. Und das ist echt ganz spannend. Ja, ich habe ein bisschen zu schnell gequatscht schon. Genau. Wir haben, wie gesagt, wurde dann mit Hilfe von Clevin wurden die ganzen Geo-Metadaten da aus dieser GeoNames-Datenbank rausgelesen. Und was wir noch gemacht haben ist, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt jeden Ort der Welt einmal in den USA, was halt dazu geführt hat, dass man oftmals dann irgendwelche Nachrichten sehr stark gebündelt in Nordamerika gefunden hat, weil da gibt es halt, wie gesagt, fast alles, das ist ja recht lustig. Es gibt ein Kremlin, also ein Kreml, ist auch eine Stadt, so ein kleines Vier-Seelendorf in den USA. Und was wir gemacht haben, ist dann halt für die Orte, die halt häufig erwähnt werden, also sowas wie Moskau wird vielleicht oft erwähnt und so weiter, da haben wir dann auch Regeln definiert, die quasi auch abgearbeitet wurden in diesem Verarbeitungsprozess, wo wir genau so eine Art Blacklisting halt durchgeführt haben, wo wir gesagt haben, okay, wenn Moskau kommt, dann ist es nie Moskau in Nordamerika, dann ist es immer Moskau in Russland. Und wir haben das Ganze administrierbar gemacht, sodass letztendlich halt ein Redakteur, wenn er halt mal wieder irgendwie einen falschen Treffer sieht, auch sagen kann, okay, entweder mach da eine Blacklist, mach einen Blacklist-Eintrag für diese ID, die du findest aus dieser GeoNames-Datenbank, das Moskau ist immer ist Moskau in Russland. Und was wir auch gemacht haben, ist auch eine Möglichkeit, dass man eben so Regeln definieren kann, wenn er irgendwie Ort A findet, dann soll aber nicht irgendwie der Ort A verwendet werden von dem Ort B. Also in manchen Fällen war das auch ganz praktisch. Letztendlich haben wir dann aber die so aufbereiteten Daten in Elasticsearch reingeschrieben. Gerne. Die Frage war, ob es möglich wäre, anhand der Publikation rauszubekommen, ob in dem Fall Moskau in Russland oder Moskau in den USA gemeint ist. Ja, schon. Ich könnte natürlich, also haben wir es nicht gemacht, weil es für den Fall nicht notwendig war.
Aber wenn wir jetzt hier über Regeln sprechen, könnte ich natürlich schon sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Publikation, die berichtet immer über irgendwelche, so ein Fachblatt für Kürbiszucht aus Nordamerika. Und da gibt es so ein paar, so im Mittleren Westen, da weiß ich ganz genau, da ist die Kürbisszene und da gibt es zum Beispiel Moskau, ist eine ganz bekannte Stadt für Kürbiszucht. Und ich weiß, dass diese Publikation eigentlich nur über den Mittleren Westen berichtet, in den USA, und nie irgendwie international. Könnte ich natürlich auch an der Stelle sagen, okay, ich definiere eine Regel, die sagt, wenn diese Publikation, also ich kann ich ja identifizieren durch die URL, wenn ich sage, okay, das ist von der Domain, dann bitte verwende nicht diese andere Blacklist, die ich hier habe, sondern bitte schränkt das jetzt nur ein auf Nordamerika. Also alle Treffer. Oder beziehungsweise da ich jetzt auch in Geonames so eine Hierarchie drin habe, könnte ich natürlich sagen, okay, bitte berücksichtige nur Treffer, die aus Nordamerika sind. Das ist nämlich ganz praktisch. Also könnte ich machen, wenn das für mich wichtig ist. Es ist schwierig natürlich sowas vollautomatisiert zu machen, weil dann ist man natürlich wieder, es ist, ja, also unsere Hypothese, die wir hatten, war ja, dass es ab und zu, wenn es ab und zu hier eine falsche Zuordnung gibt, dann ist es uns egal, weil was wir später haben, ist ja, man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht 10.000 solche Artikel an einem Tag habe und da habe ich überall Geokoordinaten und zwar entweder keine, wenn da kein Ort erwähnt wird, dann haben wir es einfach ignoriert. Dann habe ich vielleicht einen Ort, der erwähnt wird, weil der Artikel drüber schreibt. Ich habe oftmals aber auch noch mehrere Orte. Es kann gut sein, dass ich einen News-Artikel habe, da wird vielleicht, steht vorne irgendwie Berlin-Doppelpunkt, weil der Redakteur da ist, die Redaktion ist, und dann wird noch ein bisschen was über was anderes gesprochen. Also ich habe sowieso eine gewisse Unschärfe drin. Wir haben festgestellt, dass das aber eigentlich, für den Zweck ist es eigentlich egal. Ja, teilweise. Also es ist nicht vollständig erfasst, wie viele Einwohner das es gibt, aber es gibt für viele Orte, gab es die Anzahl der Einwohner, die haben wir später auch verwendet, um Ranking da durchzuführen. Und wir haben meistens gesagt, die große Stadt ist relevanter. Genau, wir haben die ganzen Daten dann in Elasticsearch reingeschrieben, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich habe da schon viel mit gemacht, ich kenne mich da ganz gut mit aus. Der zweite Grund ist, die Unterstützung für Geodaten in Elasticsearch, die ist echt sehr klasse. Also ich kann, es gibt eine native Unterstützung für Koordinaten und ich kann halt sehr schön halt auch Queries durchführen, mit denen ich halt auf Basis von Geodaten Aggregationen durchführen kann. Kann beispielsweise sagen, finde mir irgendwas im Umkreis von der Koordinate. Was spannender ist es aber, ich kann sagen, bitte nimm mir die ganzen Suchergebnisse, die ich habe und aggregiere mir die beispielsweise auf Basis von den Geokoordinaten. Dass ich weiß, okay, ich hab eine Verteilung und kann die dann beispielsweise, wie ich es vorhin gezeigt und gleich auch nochmal zeige, auf eine Karte draufpacken. Genau. Und dann ging es um die Visualisierung. In der Visualisierung haben wir eben genau so eine Geoaggregation verwendet, um die so gefundenen Daten anzuzeigen. Wir haben das, initial haben wir das mit Kibana gemacht. Kibana ist eigentlich gedacht, um so Logdaten etc. zu visualisieren, sich so Dashboards zu bauen, aber da gibt es auch ein schönes Geo-Dashboard und das ist halt einfach super, weil man da nicht irgendwie Arbeit reinstecken muss, sondern man kann es halt einfach verwenden. Um da später eine Applikation für den Kunden draus zu bauen, haben wir halt Leaflet genommen. Es funktioniert super, ist einfach in der Anwendung und hat auch so in der Performance gut funktioniert. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir drangegangen sind und haben uns überlegt, was für Themen sind denn relevant, beispielsweise sowas wie, keine Ahnung, Online-Kriminalität, Kernenergie etc. Haben uns mit dem Kunden überlegt, durch welche Suchbegriffe definiert man denn diese Themen, um jetzt aus diesem ganzen Portfolio an gefundenen Websites relevante Daten zu finden. Da haben wir eine ganz normale Volltextsuche durchgeführt in Elasticsearch, haben dann beispielsweise von diesen 10.000 Daten, also wir haben es natürlich vom Datum her eingegrenzt, haben wir dann beispielsweise 3.500 Dokumente gefunden zum Thema Online-Kriminalität, haben das dann auf Basis von diesen Koordinaten aggregiert,
und haben es auf eine Karte draufgepackt und haben eben dadurch eine Möglichkeit geschaffen, dass man erstmal auf einer Karte visualisiert sieht, wo gibt es denn jetzt irgendwo eine Häufung von irgendwelchen Themen, und haben quasi so als visuelles Mittel, um damit zu arbeiten, halt eine Möglichkeit geschaffen, dass man auf einer Karte navigieren kann, reinzoomen kann und diesen Ausschnitt von der Karte, den man momentan halt sieht, wieder als Filter verwendet in diesen Daten, um da quasi halt einzuschränken. Und wir hatten halt, muss man sich vorstellen, nochmal eine Liste mit relevanten Dokumenten, die dafür verantwortlich sind, wie die Karte aussieht. Und wenn ich jetzt halt irgendwie reingezoomt habe, wo es irgendwie rot ist, ist natürlich mein Geofence ist immer kleiner geworden. Und ich habe dadurch halt immer mehr eingeschränkt und habe letztendlich dann nur noch Dokumente gefunden, oder mit Dokumente halt anzeigen lassen können, die genau da verortet sind, die auf meinen Suchfilter passen, und die konnte ich mir als Mensch dann halt einfach anschauen und musste mich halt das nicht irgendwie durch einen riesen Berg mit Dokumenten durchquälen, sondern konnte mir dann vielleicht einfach die 20 Sachen anschauen, konnte da mal kurz die Headlines lesen und konnte dann mal schnell entscheiden, ob das für mich spannend ist oder ob es nicht spannend ist. Und das war so ein bisschen so die Quintessenz, dass man halt, um einen Weg zu finden irgendwie, ist halt eine Karte super. Und wir haben halt festgestellt, dass wir durch diesen visuellen Zugang zu den Daten auf einmal ein ganz anderes Verständnis bekommen haben. Und auch so die Redakteure, die da halt schon jahrelang vorher mit diesen ganzen Themen sich beschäftigt hatten, die waren, und das fand ich persönlich sehr, sehr schön, die waren halt auch wirklich ganz erstaunt, dass sie auf einmal, dass es so einfach ist. Die haben auf einmal so ein ganz anderes Verständnis entwickelt und haben sich halt die Arbeit dadurch halt sehr stark erleichtert. Genau. Und das war es von meiner Seite. Wer sich noch ein bisschen für Geodaten interessiert oder für das, was wir da gemacht haben, wir sind heute und morgen auch noch mit einem Stand unten, wo es einen Kaffee gibt, ganz am Ende. Und ansonsten sind wir auch in Köln, haben wir ein kleines Büro, wo wir regelmäßig auch Meetups abhalten, vielleicht auch mal demnächst zum Thema Geodaten. Danke. So, ja, dann erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich weiß nicht, sind hier aus dem Publikum direkt Fragen zum Vortrag? Ja, ich komme mal direkt mit dem Mikrofon rum. Gibt es auch eine Live-Präsentation zu diesem Ergebnis, das rauskommt? Entschuldigung, ich habe es. Gibt es da auch eine Live-Präsentation? Zu der Anwendung? Ja. Leider nicht. Also die ist natürlich, die ist leider vertraulich vom Kunden, die wird nur intern eingesetzt. Die dürfen wir leider nicht zeigen. Ja, finde ich auch super schade. So, noch weitere Fragen? Da ist noch eine wunderbare. Zur Themenauswahl wurden Suchworte verwendet, die wiederum von den Redakteuren gemacht wurden. Ja, genau. Ist da auch anderes Verfahren, Ähnlichkeitssuche oder Clusterung oder so ausprobiert worden? In dem Fall haben wir das nicht ausprobiert, weil das schon relativ, relativ enge Themenbereiche sind, in denen sich die Leute da bewegen. Also gerade sowas wie jetzt Korruption ist beispielsweise halt ein Thema, wo sich die Leute halt bewegen, und die hatten halt einfach aufgrund ihrer Erfahrung gesagt, dass das ihnen einfach ausreichend ist. Also wir haben auch Tests gemacht natürlich vorher mit der Suche, und da waren die Ergebnisse waren einfach schon gut, so gut für die Leute, dass man da an der Stelle kein Verbesserungspotenzial mehr gesehen hat. Also das Wichtigste oder so der größte Knackpunkt im ganzen Projekt war eigentlich so die Verortung von den Sachen. Die Qualität war anfangs halt nicht wirklich gut, gerade durch so Sachen wie durch Fehlverortung, dass es Orte gibt, die zweideutig sind und so weiter. Und da haben wir eigentlich so am meisten investiert und an ganz vielen Schräubchen immer gedreht und immer wieder mal noch eine Runde, noch was ausprobiert. Gerade so die Dinge wie, dass wir diesen Named Entity Recognition, diese Engine ausgetauscht haben, hat beispielsweise schon relativ viel gebracht an der Stelle. Ist das mit Mehrsprachigkeit? Sind die Artikel in unterschiedlichen Sprachen? Die sind nur auf Englisch. Also wir haben da... Ist das mit München und Munich? Also wir haben nur englischsprachige Publikationen verwendet, die in der Regel dann auch nur die... wenn der Ort München ist oder Munich, das ist egal, weil in GeoNames, in der Datenbank, da gibt es halt für jeden Ort
ich würde mal sagen, jede Schreibweise, also deutsche Schreibweise, englische, arabische und so weiter, die sind da alle drin. Wichtig war für uns nur, dass die Texte auf Englisch sind, dass die eben zu diesem Modell passen, dass man eben hier dieses Named Entity Recognition Verfahren anwenden kann, das hat halt nur für englische Texte funktioniert an der Stelle. Aber ob der Ort auf Deutsch oder Englisch ist, das ist egal. Das hat beides funktioniert, weil wir halt beides in der Datenbank drin haben, in dieser GeoNames-Datenbank. Okay, sonst noch Fragen? Darf noch einer? Ich versuche mitzudenken und herauszufinden, wie das politisch einzuschätzen ist, was da passiert. Also, dass sogar Algorithmen entscheiden, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, ausgehend erstmal von der Menge. Aber jetzt, indem zum Beispiel nur englische Literatur genommen wird, überlege ich sozusagen, wie, ob das weiter sozusagen die Superdominanz der Industriestaaten gegenüber sozusagen diese überwältigende sich in den Nachrichten widerspiegelt und die Nachrichten das wieder reproduzieren, sozusagen wie das so einzuschätzen ist. Das sind so die Gedanken, die mir durch eher soziologisch durch den Kopf gehen, was damit passiert eigentlich, welche Werte und welche sich schleichen dann die Redakteure Vertrauen auf dieses System, sozusagen, wie das weiter Algorithmen anfangen, die Gesellschaft zu bestimmen, was denn wichtig und was unwichtig ist und so weiter. Also spannende Frage. Also die Publikationen, die wir verwendet haben, die englischsprachigen, da wurde darauf geachtet, dass die auch aus sehr vielen Ländern stammen. Also wir haben versucht, soweit uns das möglich war, aus dem großen Fundus von weltweiten Publikationen auch wirklich Publikationen aus allen möglichen Ländern zu nehmen. Das ist nicht nur irgendwie vielleicht europäische oder amerikanische, also wir haben auch afrikanische Publikationen, asiatische und so weiter, weil glücklicherweise gibt es eigentlich fast in jedem Land auch irgendwie eine englischsprachige Publikation. Natürlich gibt es sicherlich noch irgendwelche Publikationen in der Landessprache, vielleicht von einem kleinen afrikanischen oder kleinen asiatischen Land, wo vielleicht doch nochmal eine andere Meinung vertritt, das ist korrekt. Was wir jetzt aber nicht haben, das sind irgendwie Algorithmen, die entscheiden, was wichtiger ist, sondern letztendlich Entscheidung, was wichtig ist, wird halt eigentlich auf Basis von erwähnten Themen, die wir halt durch Suchbegriffe definieren, die der Mensch letztendlich auch definiert, Suchbegriffe, und auf Basis von erwähnten Orten. Also das ist sonst kein Algorithmus mehr drin, der jetzt sagt, okay, die drei Dokumente sind wichtiger, weil irgendwie diese Quellen vielleicht verlässlicher sind oder so. Also die Entscheidung trifft am Ende eben der Mensch. Also wir haben ja in Deutschland das Problem, dass die Zeitungen ja wegsterben, weil die Werbung zum Beispiel, man findet ja nur noch Autowerbung oder sowas, vielleicht demnächst auch keine Dieselwerbung mehr, wer weiß. Jedenfalls, die Finanzierung der Zeitung fällt weg, die Zeitungen sterben, es findet eine riesige Konzentration der Zeitungen statt. Was hier abbildet, im Hintergrund ist auch dieser Konzentrationsprozess, der sozusagen, es geht eine Vielfalt verloren und die würdet ihr mit diesem System nicht, da gäbe es keine Gegenbewegung, soweit ich das verstanden habe, was ihr macht, sondern ihr würdet sozusagen eher den Konzentrationsprozess noch plastischer darstellen. Ja, wobei ich aber sagen muss, also das ist kein System, welches von irgendeinem News-Anbieter verwendet wird, also das ist keine Zeitschriftenredaktion, für die wir das gemacht haben, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das für seine Kunden eben als Dienstleistung anbietet, sie zu informieren, wenn beispielsweise jetzt in irgendeinem Land gerade oder in irgendeiner Gegend oder irgendwo gerade was passiert zu so ein paar festen Themen, wie zum Beispiel Kriminalität oder Geldwäsche oder so, damit eben Kunden herausfinden können, oh, da ist gerade irgendwie in Österreich oder in Wien ist gerade ein großer Geldwäsche oder Korruptionsskandal und ich bin vielleicht ein großes Unternehmen und habe da auch ein paar Niederlassungen und da schaue ich mal, dass wir da vielleicht keine Geschäfte gemacht haben mit irgendeinem Unternehmen, wo da gerade was verwickelt ist. Also das ist so eine Art Dienstleistung, ist kein Zeitschriften- oder Informationsportal für jedermann. Aber es ist schon richtig, dass sozusagen die Konzentration, in den USA ist es ja noch schlimmer mit der Konzentration der Presse, dass sie sozusagen da auch sich insgeheim wiederfindet, sag ich mal. Ja, natürlich. Also es ist letztendlich, muss man sich vorstellen, wie einen großen Trichter, wo man relativ viele Informationen von Zeitungen und Online-Blogs und so weiter reinkippt und am Ende natürlich ein Destillat rausbekommt, um dadurch eine Inspiration oder dadurch eine Information zu bekommen, hey, jetzt gibt es gerade in meinem Themenbereich gibt's gerade drei spannende Entwicklungen, die kann ich mir jetzt nochmal detaillierter anschauen. Klar. Und natürlich immer, wenn man Informationen konzentriert, dann geht natürlich die Breite verloren. Das ist klar. Der Anspruch war, die Grenzen zu finden. Ja. Die Frage ist ja, ob Grenzen in Masse kommen.
Ja. Ja. Ich glaube, am Ende kommt es halt auch immer darauf an, was das eigentliche Ziel ist, das man verfolgt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, was ein Trend ist, kann man dann wahrscheinlich auch einfach unterschiedlich auch ein bisschen definieren. Aber es ist ein spannender Ansatz. Okay, also ich würde sagen, bin ich out, ja. Eins, zwei Fragen könnten wir noch stellen, wenn noch Fragen da sind. Ansonsten ja. Also bei dieser Main-Text-Extraktion in Boiler, ja. Habt ihr das dann auch noch für die großen Seiten manuell angepasst oder habt ihr das da reingeschmissen und wieder gut ist? Nee, also wir wollten das generisch halten, weil wir halt auch die Möglichkeit geboten haben, dass der Kunde halt diese Liste mit diesen Quellen halt auch manuell pflegen kann. Also das ist letztendlich, wir haben so ein Redaktions-Administrationsmenü, da kannst du halt einfach eine Liste pflegen, da stehen jetzt irgendwie, kannst du 400-500 URLs drin und da kannst du auch neue Sachen hinzufügen oder was Altes löschen und mittlerweile ist das auch noch ein bisschen differenzierter, also das können sich unterschiedliche Redakteure unterschiedliche Quellensets anlegen und so weiter und darum wollten wir eine generische Lösung haben und es gab immer wieder auch mal Seiten, bei denen hat es einfach nicht funktioniert. Also wir hatten nur eine Flash-Seite irgendwann mal drin, gibt es anscheinend noch, aber wir haben dann im Zweifel halt lieber eine Seite weggelassen. Also es war keine einzelne Nachrichtenquelle so wichtig, dass sie unverzichtbar war. Und Boilerplate hat einfach letztendlich diese Kombination aus Tika und Boilerplate hat eigentlich schon sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert. Ein bisschen Quatsch ist manchmal schon noch drin, aber auch da haben wir gesagt, naja, das muss halt die Masse dann irgendwie ausbügeln. Und sind die... Also es ging ja jetzt um Geo, aber wenn man Entity Recognition drin hat, dann spricht man ja auch Organisationen und Namen. Sind die da irgendwie heiß drauf geworden oder war das nicht? Das war erstmal nicht spannend. Also wir haben Named Entity Recognition eigentlich nur verwendet, um an die Orte ranzukommen, um die dann lokalisieren zu können. Aber wäre eine andere Ausbaustufe noch natürlich, klar. Ja, okay. Dann würde ich jetzt hier Schluss machen. Vielen Dank für den Vortrag. Dankeschön. Vor allen Dingen und auch für die spannenden Nachfragen. Wir haben für unsere Vortragenden von der OSGEO einen OSGEO Live-Stick, den es hier noch mit dazu gibt. Und ich will auch nochmal alle, die hier sind, nochmal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir unseren Foskis-Stand von dem deutschen Kapitel quasi der OSGEO und OSM unten in den Projektraum auch haben, also besucht uns doch mal auch unten an unserem Stand. Dankeschön.